Leute, jetzt gibt es, so ändern Disney und Pixar ihre Zeichentrickfilme für verschiedene Länder. Leute, das Video ist von Brain Time. Schaut gerne vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da und go. Hi. Hi. Hi, Mister. Ah. Oh. Hello. Du weißt sicherlich, dass Übersetzer oft die Namen von Filmen, Zeichentrickfilmen und sogar ihren Figuren ändern. Wir haben jetzt aber erfahren, dass in Wirklichkeit alles viel ernster ist. Es stellte sich heraus, dass Disney und Pixar Zeichentrickfilme so gründlich lokalisieren, dass manchmal nicht nur Namen, sondern ganze Szenen geändert werden. Wenn du erfahren willst, wozu das gemacht wird, dann solltest du dir unser heutiges Video bis zum Ende angucken. Aber nicht in Deutschland, oder? Ich meine, was musst du großartig ändern? Cartoonisten sind ziemliche Perfektionisten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Lokalisierung des Animationsfilms Zoomania. Wie du weißt, gibt es in diesem Cartoon überhaupt keine menschlichen Figuren. Dort ist nämlich alles Tieren überlassen. Auch Nachrichtensendungen werden von ihnen moderiert. Hier ist die Szene, die von Land zu Land sehr unterschiedlich ausfiel. Vor uns befinden sich zwei Nachrichtensprecher. Links der Koala ist in Australien. Der Leopard Fabienne Groly, der unverändert blieb. Der Journalist auf der rechten Seite sollte, wie von den Schöpfern gedacht, das berühmteste und beliebteste Tier in jedem Land verkörpern. Außerdem hatte jede der Figuren ein Prototyp, einen bekannten Moderator, den fast jeder kennt. Sie haben die Charaktere auch vertont. In der amerikanischen, französischen, deutschen und kanadischen Version war der Co-Moderator ein Elch namens Peter. Ja, Moment mal, aber warum ist denn bei uns das ein Elch? Bridge. Die Briten entschieden sich auch für einen Elch, nannten ihn aber Alexander. In Brasilien saß auf dem Stuhl rechts ein Jaguar namens Oncardo Boicha. Rate mal, wer Fabiens Co-Moderator in Australien war. Natürlich ein Koala. Obwohl sich die Schöpfer lange Zeit nicht zwischen ihm und einem Känguru entscheiden konnten. In Japan erschien ein Marderhund namens Michael Tanuyama und in China natürlich ein Panda. Ja, natürlich. Der Text in einem Cartoon bereitet Übersetzern und Lokalisierern auch große Kopfschmerzen. Erstens muss man ihn richtig übersetzen. Zweitens kommt es unter anderem auch auf seine Menge an. Und drittens ist er nicht immer wünschenswert. Schließlich können nicht alle Cartoon-Zuschauer lesen. Aus diesem Grund wird der Text oft einfach entfernt. Echt? Ein gutes Beispiel dafür sind ein paar Szenen aus dem Zeichentrickfilm Die Monster-Uni. Erinnerst du dich, wie seine Helden an den Scare Games teilgenommen haben? In der Originalversion sieht das Meisterschaftsemblem so aus, als hätte man ihre Namen an die Wand geschrieben. Für alle anderen Länder entschied man sich für ein einfacheres Logo. Das wird ohne Text geändert. Ein weiterer interessanter Moment ist die Szene. Weil, klar, in Cartoons kannst du da letztlich das so easy wegmachen, aber ich glaube, das dauert ja, du musst es ja komplett neu animieren. Und auch rendern. Ich habe mal gehört, dass dieses Rendern Tage bis Wochen dauert von solchen Szenen, weil es ja alles computeranimiert. In der Randall seine Mitbewohner Mike Wazowski die Cupcakes zeigt, die er für eine College-Party gebacken hat. Jeder der Cupcakes wurde mit einem bestimmten Buchstaben beschriftet, die alle zusammen den Satz "Sei mein Freund, be my pal" bilden. Später auf der Party wird der Held geschubst und aus den Buchstaben entsteht das Wort Versagen. Lame. Davon bekommt jeder Übersetzer einen Neurosenanfall. Dieses Wortspiel ist nämlich fast unmöglich zu adaptieren. Bei Harry Potter gab es auch. Daher setzte man die Buchstaben auf den Keksen in allen fremdsprachigen Versionen einfach durch Smileys. Wie du vielleicht schon bemerkt hast. Und wahrscheinlich, als der die auf den Kopf bekommen hat, weißt du, wo da lame stand, dann sind dann so die Mundwinkel runtergegangen. Fast lieben die Autoren von Pixar aussagekräftige Namen und Titel. So entschieden sich die Macher des Cartoons, über polynesische Abenteuer der Hauptfigur einen Namen aus der Sprache der Maori zu geben. Wir sprechen jetzt von Moana, was so viel wie Meer bedeutet. Für die Italiener passte dieses Wort aber nicht. Das Problem ist, dass dieser Name in Italien mit der Schauspielerin für Erwachsenenfilme Moana Pozzi in Verbindung gebracht wird. Oh! Die Italiener. Deshalb beschloss man sowohl die Figur als auch den Zeichentrickfilm in Oceania umzubenennen. Du kannst jetzt natürlich sagen, dass ein Kind nicht auf so etwas kommen wird. Stell dir jetzt aber vor, was passieren würde, wenn alle italienischen Kinder anfangen würden, den Cartoon Moana zu googeln. In Spanien und Frankreich wurde der Name übrigens auch geändert und nicht in Oceania, sondern in Vaiana. Das liegt ganz einfach daran, dass die Marke Moana in diesen Ländern bereits registriert war, als der Film veröffentlicht wurde. Welches Gemüse hassen amerikanische Kinder am meisten? Brokkoli. Natürlich Brokkoli. Kein Wunder, dass die Schöpfer des Zeichentrickfilms Alles steht Kopf Riley ausgerechnet dieses Gemüse auf den Teller serviert haben, um es möglichst eklig zu machen. Das Problem ist aber, dass Menschen in verschiedenen Ländern der Welt unterschiedliche Geschmacksvorlieben haben. Und mancherorts haben Kinder überhaupt nichts gegen Brokkoli, wie zum Beispiel in Japan. Aus diesem Grund mussten die Macher diese Szene neu zeichnen und Brokkoli gegen süße grüne Paprika austauschen. Denn ausgerechnet süße... Was ist denn süße Paprika? Hä? Warte mal, ist Pap...
Wisst ihr, was süße Paprika ist? Grüne Paprika ist das meistgehasste Gemüse aller japanischen Kinder. Und in Zeichentrickfilmen sind Gefühle in solchen Szenen besonders wichtig. Eine ähnliche Geschichte ereignete sich mit einer anderen Figur aus dem Zeichentrickfilm Alles steht Kopf, nämlich Rileys Vater. In dem Cartoon gibt es eine Szene, in der uns gezeigt wird, wie der Held während eines Familienessens vom Eishockey träumt, anstatt seiner Frau aufmerksam zuzuhören. Aber irgendwo in lateinamerikanischen oder europäischen Ländern ist... Ich weiß es, Fußball. Hundertprozentig. Eishockey, eine ziemlich ungewöhnliche Sportart, die nicht jeder verstehen wird. Wetten, in Deutschland war es wahrscheinlich auch Fußball. Kann ich mir super gut vorstellen. Zeichneten sie für das Publikum aus wärmeren Ländern anstelle eines Eishockeyspielfelds ein leuchtend grünes Fußballfeld. Eishockey ist ja auch in Deutschland. Im Spin-off des Animationsfilms Cars über Flugzeuge gibt es ein interessantes Osterei. Nach der Handlung des Cartoons ist eine der Teilnehmerinnen der rund um die Welt Luftrallye eine hartnäckige und sehr erfahrene Pilotin, die von allen bewundert wird. In der Originalversion ist sie weiß, rot und rosa gefärbt, basierend auf der Flagge Kanadas, wo sie auch herkommt und als Nationalheldin gilt. Die Animatoren haben allerdings beschlossen, diesen Charakter für jedes Land anzupassen. Das Publikum soll schließlich stolz auf ihren Champion sein. Aus diesem Grund wurde Rochelle in der russischen Version in die Farben der russischen Flagge lackiert und verwandelt sich in Tanja. In der deutschen Version ist sie schwarz-rot-gold und in der italienischen Version grün-rot und weiß. In der französischen Version des Cartoons hat Rochelle die Originalfarben, weil sie dem Cartoon zufolge französisch-kanadische Wurzeln hat. Apropos Cars. Im zweiten Teil des Franchise haben sich die Macher auch große Mühe gegeben, um die Nebencharaktere bestmöglich zu gestalten. Es gibt zum Beispiel eine Szene, in der der berühmte und angesehene Rennfahrer Jeff Gorvette auf eine Party in Tokio auftaucht. Es ist zu sehen, dass Lightning McQueen ihn bewundernd anstarrt, während der Rest dem Star mit offenem Mund zuhört. Um sicherzustellen, dass die Zuschauer die Autorität dieses Charakters auch erkennen, hat man entschieden, ihn mit Hilfe der Stimme und des Designs entsprechend anzupassen. In der amerikanischen Version war es der legendäre Jeffrey Gordon, der den Charakter auch vertonte. Okay. Jetzt bitte zeig Deutschland. Was ist in Deutschland passiert? Spanische Lokalisierer entschieden sich, Jeff Gorvette blau zu streichen, fügten einige Elemente der Nationalflagge hinzu und ließen ihn von zweifachen Formel-1-Champion Fernando Alonso Für Russland wurde Jeff Gorvette rot gefärbt und bekam die Stimme des Piloten Vitali Petrov. Was ist denn? Hallo? Interessanterweise nimmt der deutsche Held in keiner Weise Bezug auf Michael Schumacher, obwohl das der allererste Gedanke ist, der einem in den Sinn kommt. In diesem Fall waren die Lokalisierer besonders kreativ. Sie dachten sich einen ganz anderen Walter Röhrl Namen aus und veränderten auch die Karosserie. Lass uns wieder zum Text im Cartoon zurückkommen. Amerikanische Animatoren scheinen die Lese- und Schreibfähigkeit ihrer Zuschauer sehr hoch einzuschätzen und das ist der Grund dafür. In dem Animationsfilm oben gibt es einen Moment, in dem uns ein Sparschwein in Form einer Flasche gezeigt wird. Darauf steht Paradiesische Wasserfälle, Paradise Falls, der Name des Ortes, an den der Protagonist nach dem Tod seiner Frau mit dem Ballonhaus wegfliegen möchte. In allen anderen Versionen des Zeichentrickfilms hat man sich entschieden, diese Aufschrift wegzulassen. Stattdessen malte man auf ein Blatt Papier ein Wasserfall. Das ist ja auch wesentlich einfacher. Wie oft patriotische Themen in US-amerikanischen Filmen vorkommen, lachen selbst die Amerikaner. Im zweiten Teil von Toy Story entschieden sich die Animatoren, dieses Thema ein wenig zu ironisieren. Dort gibt es einen lustigen Moment, in dem Buzz Lightyear eine Rede über die inspirierende Rolle für andere Spielzeuge hält. Dabei steht er natürlich in einer Superheldenpose mit der US-Flagge im Hintergrund. Außerdem spielte dabei auch noch die Nationalhymne. Für alle anderen Länder beschloss man, diese Szene ein wenig zu ändern. Sonst wäre es keine Selbstironie, sondern ein leichter Spott. Daher zeigte man im Hintergrund einen gewöhnlichen Globus und verwendete statt der Nationalhymne einen gewöhnlichen Soundtrack. Im Portugiesischen gibt es ein Wort, das alle Touristen immer wieder verblüfft. Vor allem, wenn sie am Strand versuchen, eine frische Kokosnuss zu kaufen. Das ist das Wort Coco. Was ist denn mit Coco? Betont man das Wort auf der ersten Silbe, bekommt man den Namen einer Pflanze. Bei einer Betonung der zweiten Silbe handelt es sich um Ausscheidungsprodukte. Genau aus diesem Grund mussten die brasilianischen Lokalisierer des Pixar-Hits Coco, lebendiger als das Leben, nicht nur einige Charaktere anpassen, sondern auch noch den Titel des Films ändern. In der portugiesischen Version heißt der Kinderfilm daher Hurra, das Leben ist ein Feiertag. Sehr brasilianisch. Erinnerst du dich an den exzentrischen Typen aus Die Unglaublichen, The Incredibles? Das ist ein Superbösewicht aus Frankreich, der sich mit Sprengstoffen auskennt und den stolzen Namen Bon Voyage trägt. Hört sich ein bisschen wie Bon Voyage, nur mit etwas Sarkasmus an. Als man aber vor der Lokalisierung dieses Zeichentrickfilms in der Heimat dieses Charakters stand, ist man auf große Probleme gestoßen. Und nicht deswegen, weil die Franzosen...
Stimmt, das erinnert mich daran, dass manchmal in manchen Filmen sind aus Deutschen, also dann in der deutschen Version, wurden dann Österreicher oder Schweizer, irgendwas weiß ich noch. Russen wegen einem harmlosen Sprachwitz beleidigt waren. Es ist nur so, dass der letzte Konsonant im Wort Bomb im Französischen nicht ausgesprochen wird. Somit wäre der Sinn des Witzes verloren gegangen. Aus diesem Grund wurde dieser Charakter Folamour als Folamour genannt. Die Pixar-Cartoonisten wären aber nicht sie selbst, wenn sie in diesem Namen kein Osterei verstecken würden. Ins Englische wird Folamour nämlich als Strangelove übersetzt. Weißt du, welchen Film Stanley Kubrick im Jahr 1964 gedreht hat? Dr. Strangelove, Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Ja, der reitet auf einer Bombe. Okay. Alles klar. Eine solche Anspielung werden fünfjährige Zuschauer wahrscheinlich nicht verstehen. Bei einigen Eltern sorgte das aber sicher für ein Lächeln im Gesicht. Okay, das war's. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Gönnt euch die neueste Folge vom Kottbruder Podcast. Und habt jetzt alle noch einen Traum auf dem Tag.